herzlich willkommen, ich bin Alpenex und ich begrüße euch zu Star Wars All Public. Ja, und wir machen weiter mit unserem Jedi-Gelehrten und wir sollen Lord Lyat konfrontieren. Das heißt ganz einfach, wir murksen ihn ab. Und das werden wir jetzt auch tun. Allzu weit ist er, scheint er gar nicht von uns fern zu sein. Also fliegen wir jetzt mal darüber und... Oh, da wird gefightet. Oh shit. Boah, haben die mich verlangsamt. Jetzt gehe ich definitiv hops. Jetzt. Das war ein wenig too much. Fuck. Das war eine harte Nummer. Füllen wir mal die Energie wieder auf. Buffen. Haben wir keine... Ey, wir haben keine Stims. Moa. So. Ah, flatter ich halt ein bisschen außenrum. Heps. Oh. Ja, einziehen wir eh. Oh, die verlangsamen einen immer. So. Na komm, du musst sterben. Zack. So, und jetzt schnell hier rein. Groß ist es hier drin nicht. Oh fuck. Ach komm, ey, du kleiner Sith, hast doch gar keine Chance. So. Geht doch. Und Schuss. Bam. Da hinten ist er. Oh, fuck. Da habe ich den Falschen gezogen. Boah, okay. Was ein Strahler hinter mir, ey. Das war zu weit weg, okay. Zack. Sith-Schüler besiegen. Da ist auch noch einer.
ist denn hier noch ein Sith-Schüler? Da. Okidoki, alles frei. Jetzt ist Lord Lloyd dran. Es ist vorbei, Lord Lloyd. Ich weiß nicht, wie ihr mich gefunden habt, Jedi, aber hierher zu kommen war ein Fehler. Ihr habt keine Ahnung, welche Qualen ihr bald erleiden werdet. Ich bin die persönliche Schülerin von Darth Aro. Jeder, der den Namen meines Meisters hört, erzittert vor Furcht. Euer Meister ist nichts Besonderes. Die Galaxis ist voll von brutalen Schurken. Ihr wisst nichts über Darth Aro. Er verkörpert die Grundsätze des Rats der Sith. Sein Zorn ist legendär. Meister, eilt an meine Seite. Gemeinsam werden wir diese republikanischen Narren vernichten. Darth Aro? Könnt ihr mich hören? Ich bin es, Lord Lloyd. Meister? Seid ihr da? Habt ihr wirklich geglaubt, er würde sein Leben riskieren, um euch zu retten? Für einen Sith Lord habt ihr noch viel über die dunkle Seite zu lernen. Er würde mich nicht im Stich lassen. Das muss eine Prüfung sein. Ja, er prüft meine Stärke. Ich werde euch selbst vernichten und meinem Meister beweisen, dass ich würdig bin, ihm zu dienen. Oh Mann, du wirst sterben. Aber sowas von jämmerlich. Was? Warum sind eigentlich jetzt von allen Ecken die Arschlöcher angekommen? Die habe ich doch gar nicht mit in den Kampf reingezogen. Vielleicht hätte ich die Bude hier erst räumen sollen. Ja gut, noch 4 Sekunden, das kriegen wir auch noch rum. Ja. So, kurz mal heilen und dann Buff geben und dann quatschen wir sie an und geben ihr den Gnadenstoß. Haltet ein! Ich ergebe mich! Ich gebe auf! Der Stützpunkt ist sicher. Ich brauche einen Trupp, um Lord Lloyd in Verwahrung zu nehmen. Aber Darth Aro hat immer behauptet, die dunkle Seite wäre stärker als die helle. Er hat geschworen, dass das Imperium immer über die Republik triumphieren würde. Er hat mich angelogen. Er hat mich benutzt. Und dann hat er mich betrogen. Ich bin nur eine Närrin. Jetzt erkennt ihr die Wahrheit. Ihr werdet für eure Verbrechen gegen die Republik zahlen müssen. Aber es ist noch nicht zu spät, einen anderen Weg zu wählen. Danke. Eure Worte spenden mir Trost. Etwas, das ich schon lange nicht mehr gespürt habe. Nehmt sie in Gewahrsam. Ich muss zurück. Agent Bradbar wartet auf mich. Genau, wir müssen zurück nach Agent Bradbar. Kann ich mich da hinporten? Wartet der denn? Wegstation oder was? Republikanische Wegstation. Ja, das müsste hier sein.
Gut, dann porten wir uns da mal hin und dann sehen wir uns gleich, wenn wir da sind. Und da sind wir schon. Da ist der Eingang. So, jetzt so weit drinne kommen wie möglich. Und da wartet er schon. Da. Nehmt, was ihr tragen könnt. Vernichtet den Rest. In 5 Minuten sind wir startklar. Los! Was ist los? Aros Truppen haben gerade unseren Kommandoposten überfallen. Große Verluste auf beiden Seiten. Unsere Jungs haben sie vertrieben. Aber die Imperialen haben Oberbefehlshaber Rance gefangen genommen. Jian Da hat allen befohlen, zum Kommandoposten zurückzukehren. Ich muss zurück zum Stützpunkt. Schnappt euch eure Ausrüstung und kehrt wieder um. Jian und die anderen werden mit euch sprechen wollen. Wir werden gleich hinter euch sein. Okidoki. Sprich mit Commander Jian Da. Wo müssen wir dafür hin? Zum Basislager, okay. Ja, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.